Wenn man zuversichtlich seinen Traum folgt und sich bemüht, so zu leben, wie man es sich vorgestellt hat, wird man unerwartet von Erfolg gekrönt. In der letzten Woche habe ich mein Fachpraktikum für mein Studium beendet und in diesem Video möchte ich euch einfach meine Erfahrungen und Meinungen bezüglich darüber teilen. Rat, Postner, kommen wir zu meiner Freundin. Herzlich willkommen zur 35. Episode von Raw to 70. Wie gesagt, habe ich im Rahmen meines Wirtschaftsinformatikstudiums mein Fachpraktikum beendet und ich muss sagen, ich habe viele Erfahrungen gemacht, viele Erlebnisse gemacht, an denen ich auch gewachsen bin. Dieses Praktikum hat viel für meine Persönlichkeitsentwicklung beigetragen. Ich habe viele Vorträge auch gehalten, das hat auch mein Charisma gestärkt, hat auch wahrscheinlich auch ein bisschen dazu beigetragen, dass ich ein bisschen selbstbewusster vor der Kamera bin. Und es gab auch Situationen, wo ich viel Spaß gehabt habe, auch mit den Kollegen gelacht habe und auch über ziemlich viele kritische Themen gesprochen habe. Ich habe auch mein technisches Wissen auch ein bisschen erweitert. Ich habe für einen riesen Konzern gearbeitet und habe halt auch negative Einblicke erlebt zu dem die Arbeitsweise der Industrie und der Mitarbeiter. Bei einem riesen Konzern geht es halt mehr darum, so viel Gewinne, Verkaufszahlen oder Profit wie möglich zu machen. Hauptsache der Umsatz ist groß, Hauptsache der Gewinn ist so hoch wie möglich, aber das geht halt nicht immer nur um die Verkaufszahlen, es geht auch hier mehr um den Mehrwert. Also zum Beispiel macht es für mich wenig Sinn, wenn ich intakte Autos verschrotte wegen der Umweltprämie, nur damit ich dann wieder den Kunden eine gewisse, einen Anreiz schaffe oder eine Prämie schaffe, dass er sich ein neues Auto kauft. Aber im Nachhinein habe ich dann wieder viel Energieaufwand für die Verschrottung, obwohl das Auto noch intakt war. Und das zeugt für mich wenig von Mehrwert oder Nachhaltigkeit. Und das kompensiert für mich auch nicht, dass ich jetzt einen höheren Gewinn dadurch habe oder höhere Verkaufszahlen habe. Für mich macht das einfach keinen Sinn. Außerdem hat mir ab und zu mal auch das Verhalten der Mitarbeiter nicht gefallen. Die sind da auch immer nur wegen dem guten Gehalt, welches sie dort gezahlt haben, in die Arbeit gegangen und haben dann auch wirklich manchmal Tage gehabt, wo sie wirklich keinen Bock haben, geflucht haben und einfach negative Energie verbreitet haben und auch sehr oft gestresst waren, auch viele Überstunden gemacht haben und sich gegenseitig auch, sag ich mal, angefeindet, hinterm Rücken gelästert haben. Und so ein Verhalten mag ich ehrlich gesagt nicht. Das verursacht für mich nur Stress, negative Energie und das hat auch starken Einfluss auf meine Gesundheit. Plötzlich habe ich durch das Praktikum erfahren, dass ich immer weniger Interesse allgemein in meinem Studium habe, beziehungsweise in diese Fachrichtung. Jetzt geht es dann schon langsam in die Tiefe, eine tiefere Thematik, so das Oberflächliche von der Wirtschaftsinformatik, so Grundkenntnisse von der Programmierung, wie man Excel-Sheets herstellt, VBA-Programmierung und so weiter. Diese Grundkenntnisse oder zum Beispiel, wie man auch eine Webseite herstellt, verwaltet, das sind wirklich interessante Themen. Aber jetzt so dieses tieferlegende Thematik, das interessiert mich weniger. Ich habe halt auch immer weniger Motivation, mich da in die Thematik einzufinden. Und wenn man kein Interesse an einem Thema hat, dann lernt man das auch nicht. Das ist halt das A und O, sage ich mal. Ohne Interesse wird man nie irgendeinen speziellen Fall lernen. Zum Beispiel musste ich eine Prüfung erneut schreiben und die habe ich halt auch wieder nicht bestanden, auch wenn ich dafür gelernt habe. Das Problem war einfach, ich hatte kein Interesse und irgendwann auch nicht die Motivation, weil es für mich keinen Sinn gemacht hat, für diese Prüfung zu lernen, weil es einerseits in der Praxis ein bisschen oder überhaupt nicht so vorkommt und für mich einfach auch irrelevant
ist und einfach nur so Theorie war mit auswendig lernen und es nutzt, und da kann ich immer nur so einen Spruch ja, sagen, es nutzt nichts, etwas zu wissen, ohne ja, es anzuwenden oder beziehungsweise Lernen ist kein wahres Lernen, eine kritische Reflexion und Praxis, Anwendung bzw. Praxis. Für mich persönlich ist es halt auch so, ich möchte nicht innerhalb einer Zeit für eine Prüfung lernen, sondern ich möchte kontinuierlich lernen, Sachen, die mich interessieren und immer stetig an mir wachsen. Und zusätzlich gefallen mir auch die einzelnen Arbeitsverhältnisse nicht. Ich bin in einem stickigen Büro mit vielen anderen Leuten. Das ist grau, ich muss immer in eine Stadt reinfahren und ja, mir gefällt einfach dieses Arbeitsumfeld nicht, zu dem ich auch noch Praktikant bin, beziehungsweise als Neuling ich mich an andere richten muss. Also das heißt, ich muss mich an ihren Terminkalender halten, ich muss mich an ihre Verhaltensweisen beziehungsweise Gewohnheiten anpassen und das stößt halt auf bei mir halt auch ziemlich Widerstand, weil wenn ich mich bewegen möchte, dann möchte ich mich bewegen. Wenn ich mich jetzt für Thema XY interessiere, dann möchte ich mich für dieses Thema auch weiter recherchieren und mich weiter interessieren. Und wenn ich zum Beispiel Durst habe oder hungrig bin, dann möchte ich in Ruhe trinken oder essen und nicht dann wegen einem Meeting oder einem Termin eine Stunde oder zwei Stunden in einem stickigen Raum mit Leuten diskutieren und ich merke halt dabei auch selber, dass es mich ja, dabei ja, nicht besser geht. Das ist halt einfach, dass ich selbstbestimmt arbeiten möchte, selbstbestimmt lernen möchte. Und die Arbeitskollegen haben halt auch gemerkt, dass meine Verhaltensweise auch ja, stark gegen ihre Vorstellungen auch gegrenzt hat. Und das habe ich auch selbst gemerkt, dass wir uns dann immer ja, sozusagen immer weiter auseinandergegangen sind. Am Anfang hat sie noch ja, kennenlernen wollen, wollte man zusammenfinden, aber dann hat man gemerkt, man hat andere Interessen, andere Verhaltensweisen und dann geht es halt dann doch wieder ein bisschen auseinander. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Ruhe Mittagessen möchte, mit niemandem reden will oder kurz 5 bis 10 Minuten meditiere oder im Büro Yoga mache, das ist halt ein bisschen ungewohnt für alle. Und ja, das ist dann auch wieder ein bisschen schwierig, auch ja, sich näher zu kommen, vor allem weil ich mich für ihre Themen halt auch nicht interessiere, wenn sie halt über Partys, Autos, Alkohol oder ähnliches reden, das ist dann auch wieder ein bisschen schwierig für mich, das zu bewerkstelligen, weil ich mich halt für diese Themen nicht interessiere. Und wenn ich dann kritische Sachen bezüglich Gesundheit, bezüglich Geldsystem oder andere kritische Sachen äußere, das ist dann, ja, stößt halt dann wieder auf Unsinn, beziehungsweise da werde ich als Verschwörungstheoretiker oder was auch immer gebrandmarkt und das ist halt dann kein nettes Arbeitsumfeld für mich und natürlich auch für meine Arbeit. Es werden einige sagen, ja, du musst doch irgendwie dein Geld verdienen und ohne eine schulische Einrichtung lernen doch die Kinder nichts dazu. Das sehe ich doch selber, die entwickeln sich nicht mehr, die ganzen Kinder, nachdem sie aus der Schule gegangen sind, spielen doch nur noch Pokémon Go, sind vor der Konsole und machen nichts mehr Sinnvolles mit ihrem Leben. Und da möchte ich halt zu diesen zwei Sachen Stellung nehmen. Einerseits zum Geld, also im Buddhismus gibt es halt die Dharmas, also der achtfache Pfad, und da ist halt eins der rechte Lebenserwerb und da ist es halt für mich persönlich wichtig, wie verdiene ich mein Geld oder beziehungsweise mit welcher Tätigkeit verdiene ich mein Geld. Und da möchte ich auch ein bisschen mit dem Taoismus ja, philosophieren, denn mit dem habe ich mich auch ein bisschen beschäftigt. Und dort ist es halt so, dass man als Mensch immer für die Gesellschaft arbeitet und ja, seine Arbeitskraft beziehungsweise seine Arbeitstätigkeit immer in ins Ökosystem, im Einklang mit der Natur
einbringt und hier wirklich an den Kreislauf mit der Natur geht und diese nicht vernichtet. Und genau die Richtung möchte ich auch gehen. Ich möchte halt meine Selbstversorgung aufbauen, hier YouTube aufbauen, nicht für einen riesigen Konzern arbeiten, wo ich für mich persönlich keinen Sinn sehe, wo ich dann einfach ja, die Umwelt schade, nur damit ich halt irgendwelche, ja, dass ich mein Geld verdiene und dann ist es dann unnötig für Konsum oder sowas ausgebe. Das genau möchte ich nicht. Ich möchte ehrlich mein Geld verdienen und wenn es halt auch nur wenig ist. Und deshalb bin ich halt an diesem Punkt halt auch auf eure Unterstützung aus, egal in welcher Form, aber ich möchte nicht um jeden Preis Geld verdienen, auf Kosten der Natur, auf Kosten anderer oder auf meine Kosten bezüglich meiner Gesundheit, weil ich mich dann irgendwie unglücklich fühle, weil ich sehe es ja jetzt schon. Also ich beschäftige mich auch ein bisschen mit dem Geldsystem und was wir eigentlich heutzutage nur noch für Nullen und Einsen machen, weil das Geld ist ja nur noch digital. Was wir für Nullen und Einsen alles machen, ist schon unfassbar. Also wir zerstören unsere Umwelt. Die industrielle Landwirtschaft macht alles. Permakultur zerstört unsere Böden, laugt diese aus. Dadurch, ja, wir verschmutzen sogar mit den ganzen Pestiziden, mit der konventionellen Fischerei, mit der konventionellen Massentierhaltung verschmutzen wir einfach unsere Umwelt, hauen Toxine raus, Pestizide raus, Schwermetalle und wir hinterlassen einfach für unsere nachkommende Generation, für unsere Kinder und Kindeskinder einfach eine lebensbedrohliche Zukunft und die müssen halt diese Schulden bzw. die Suppe auslöffeln und das möchte ich persönlich nicht. Außerdem möchte ich auch in einem Konzern die Menschen nicht für dumm verkaufen und ihnen irgendwelche Sachen andrehen, die dann nach einem Jahr oder noch weniger oder nach Garantieablauf einfach kaputt gehen, damit die dann wieder eine neue Beschaffung machen müssen oder in die Reparatur gehen, nur damit halt das System, was künstlich am Leben gehalten wird, weiter aufgebaut bzw. am Leben gehalten wird. Das sieht mir auch an der Zinspolitik der EZB, dass das System einfach nur noch künstlich am Leben gehalten wird und es versucht man ja auch mit dieser Wegwerfgesellschaft auch noch irgendwie mal zu kompensieren, dass halt ein Auto bewusst so gebaut wird, dass es halt nach dem Verfall der Garantie einfach neu beschaffen werden muss, repariert werden muss und das ist halt für mich persönlich. Sollte halt nicht sein, wenn man schon etwas herstellt, dann qualitativ hochwertig, sodass es halt über zum Beispiel ein ganzes Leben lang hält. Und genau da möchte ich halt auch hingehen. Und für diese Nullen und Einsen tun wir auch unsere Kinder zu Konsum, Sklaven bzw. zu nicht denkenden Konsumtiere aufziehen. Hauptsache, du verdienst viel Geld, Hauptsache, du lernst Beruf XY, obwohl du dich nicht für diese Sachen interessierst und du bist einfach ein Puzzlestück, funktionierst einfach in dieser Gesellschaft. Ob du dich dabei frei entfalten kannst, ob du dich dabei glücklich fühlst, ist mir relativ egal und das ist halt auch ein Punkt, den ich auch an unser Schulsystem sehr kritisiere. Wir bilden einfach Kinder aus, die keine Lust mehr haben zu lernen, die nicht in einem Buch reinschauen möchten und wir vernichten einfach diese Neugier, diese natürliche Neugier, die jeder Mensch hat, vernichten wir einfach chronisch, indem wir einfach zu den Kindern sagen, hey, du musst den Beruf machen, damit du Geld verdienst, damit du in dieser Gesellschaft funktionierst und das ist in meinen Augen nicht sinnvoll. Wir bilden einfach nachfolgende Generationen aus, die einerseits dumm sind bzw. immer dümmer werden, die unglücklich sind, depressiv sind und das kann einfach nicht sein. Ich möchte auch in diesem Punkt möchte ich auch einen österreichischen Wirtschaftsprofessor zitieren, Herr Hermann, der hat zum Beispiel das OSPI-System
entworfen, beziehungsweise das Informationsgeld, und möchte halt auch hier so eine Alternative für unser Geldsystem schaffen. Und er hat halt gesagt, wer für Geld arbeitet, ist korrupt. Also viele Leute beschweren sich ja über korrupte Politiker, über korrupte Manager, dass sie halt immer Geld ja unterschleifen, beziehungsweise für ihre eigene Bereicherung ja, sich ihre Taschen voll machen. Und genau diesen Satz nach dem Motto möchte ich halt leben. Also jeder, der wegen Geld arbeiten geht, seiner Lebensbeschäftigung nachgeht, ist halt korrupt. Und ich finde es halt einfach auch wichtig, in dem ganzen Zusammenhang von dem Geldsystem auch zu verstehen, wie unser Geldsystem funktioniert. Und da kann ich halt vielleicht irgendwo später weitere Videos machen, damit halt die Leute einfach ein grundlegendes Verständnis haben, wofür eigentlich Geld da ist. Es ist eigentlich ein Zahlungsmittel, welches ausgeglichen sein sollte. Also das heißt, ich habe Waren XY und für diesen Gegenwert habe ich dann die Geldmenge XY. Und es macht halt keinen Sinn, dieses Geld irgendwie aus dem Kreislauf zu ziehen und zu sparen im übermäßigen Sinne, weil dadurch werden natürlich die, entnehme ich halt dem Kreislauf das Geld, und die Sachen werden halt für mich dann immer weiter teurer, und das macht halt einfach keinen Sinn, wenn halt Geld immer weniger wird, es dadurch immer teurer wird und die Leute sich deswegen die Güter nicht kaufen können. Da hat man den Sinn des Geldes nicht verstanden, und außerdem ist es aufgrund der ganzen Spekulationen, auch jetzt mit Bitcoins, hat man auch wieder nichts gelernt von der Finanzkrise 2007, hat man wieder genau das gleiche angefangen und einfach spekuliert und Geld geschaffen. Also man hat halt einfach spekuliert, man pumpt einfach immer weiter mehr Geld ins System, obwohl auf der anderen Seite kein Gegenwert vorhanden ist. Also man hat hier ein Ungleichgewicht, man hat eine 3- oder 4-, 5-fache höhere Geldmenge und könnte sich da mal 5-mal diese Waren, die auf dem Markt sind, kaufen. Wenn ich jetzt zum Beispiel dieses ganze digitale Geld, also diese ganzen Nullen und Einsen, einfach mal, ja, sag ich mal, bar raus holen würde, hätte ich sofort eine Inflation. Und deswegen möchte man auch versuchen, ja, das Bargeldsystem abzuschaffen, damit man genau diesen Bankenrun verhindert. Und wie gesagt, für mich persönlich, man sollte eigentlich, Geld ist in unserer heutigen Gesellschaft leider sehr wichtig, aber wir sollten einfach klar ansprechen, was Geld ist, wofür es eigentlich da ist, wer es eigentlich erfunden hat, wo es seine Ursprünge hat und warum es zum Beispiel ja, der Dollar die Leitwährung ist und warum Öl mit ja, Petrodollar abgewickelt werden und andere Länder, die sich dagegen widersetzen, ja, bombardiert werden oder in den Medien runtergemacht werden und hier diese psychologische Kriegsführung durchgeführt werden. Und ja, das andere Thema zum Thema Lernen, was ich auch angesprochen habe. Ich persönlich habe viel mehr gelernt in den letzten 6 Monaten für die Recherche für YouTube und der Selbstversorgung, weil ich einfach Interesse daran habe. Für mich persönlich hat es auch eine höhere Bedeutung, das zu lernen, weil ich hier wirklich einen Sinn erkenne. Da lerne ich für mein Leben. Das ist mir einfach wichtig, und das ist halt einfach für diese Themen lerne ich nicht speziell für eine Prüfung, dieses Bulimie-Lernen hier, zack, 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 zack. Du lernst jetzt so viel in dieser festgeschriebenen Zeit, musst du das lernen und dafür in die Prüfung reingehen, das praxisferne Fragen beantworten und dann alles wieder vergessen. Und das hat ja nichts mit nachhaltigem Lernen zu tun, weil die Leute vergessen danach alles wieder. Und ich persönlich interessiere mich für Natur, für Selbstversorgung, für Humus, Kompostierung, Sprossenzucht, Gesundheit,
Geldsystem, was auch immer. Und da lerne ich halt in meinem Tempo, nach meinem Befinden, lerne ich halt, wie ich will. Und da habe ich halt auch persönlich die Erfahrung gemacht, ich lerne effektiver, nachhaltiger und bilde mich auch stetig weiter. Wie es jetzt in Zukunft weitergeht, weiß ich nicht. Ich werde jetzt wahrscheinlich immer weniger Zeit bzw. Energie in mein Studium setzen, was für mich einfach keinen Sinn macht. Ich habe wenig Spaß daran. Ich werde jetzt viel mehr lieber meine Selbstversorgung, Selbstständigkeit investieren, meine Energie und Kraft. Ich werde im Einklang mit der Natur leben. Ich werde meinen Urproduzenten hier im Dorf unterstützen. Ich werde auch hier in meinem Garten alles Mögliche dafür tun, damit ich halt hier wirklich gute Erde produziere, nachhaltig wirtschafte und das natürlich auch für mich, für meine Gesellschaft und natürlich auch für die nachfolgende Generation. Und ich hoffe, ihr könnt meine Entscheidung nachvollziehen und unterstützt mich so gut, wie ihr könnt. In diesem Sinne, spasiba, za prosmotrit und wir sehen uns in der nächsten Episode von Raw to 70. Bis dahin. Ciao.